Hey Leute, ich kann es kaum glauben. Über 200.000 Menschen haben Rosins Restaurants abonniert und gucken es bei YouTube. Jede Woche teilweise 1,9 Millionen Menschen. Und du? Danke. Mega. Freue mich. Und warum? Weil sie einfach Fragen beantwortet haben wollen und auch Fragen stellen. Wie diese zum Beispiel. Warum lösche ich jedes Gericht mit Weißwein ab? Ha! Kann ich euch sagen. Weil es mir schmeckt. Nächste Frage. Okay, der Nico fragt, was ist dein Lieblingsgericht? Pass auf, Nico. Mein Lieblingsgericht, Currywurst-Pommes. Ja, Currywurst-Pommes, aber so richtig Currywurst-Pommes. Also so die Woogie. Und dann schön Paprika und Curry drauf, ja. Schöne knusprige Pommes und jetzt Fett Mayo. Wow. Und dann esse ich nicht so lange, bis ich satt bin, sondern bis mir schlecht ist. Das ist das Ziel der Reise, ja, oder? Fragt euch mal. Das zweite Lieblingsgericht ist Königsberger Klopse. Ohne Zweifel. Königsberger Klopse, das Gericht meiner Großmutter, was sie mir immer gekocht hat. Ich stehe drauf, bestimmt 20 Frikadellen, schön in der tiefen Schale, mit einem dicken Löffel, viel Soße, ein bisschen Kartoffeln dabei, kapern, schön mit Essig und danach auch, bis mir schlecht wird. Ne? Sebastian, wie organisiert ihr die Testesser? Ganz einfach, die Testesser werden organisiert, indem wir in einer Stadt oder in einer Gegend Menschen organisieren, die das Restaurant, das wir helfen, noch nie besucht haben und das sie auch nicht kennen, damit wir einen neutralen, ungeschminkten Eindruck bekommen. Okay? Auch die nächste, Florian, 286 mal geliked, also 286 Community-Teilnehmer, möchten diese Frage auch stellen. Welcher Fall ist Frank bis heute im Gedächtnis und was ist das Skurrilste, was bisher bei Rosins Restaurants passierte? Ja, das ist schon eine gute Frage. Ich glaube, dass mich soziale Dinge, also Dinge, die den Menschen privat und rund um die Arbeit passiert sind, dass das mich am meisten packt. Ja, also alles, was mit Familie, Krankheit, Todesfällen zu tun hat und so. Wenn wir so unsere 14, 16 Fälle im Jahr haben, diese ganze soziale Problematik und diese ganzen Dinge, die wir da mitbekommen, das auch mit zu verarbeiten, das auch abzustreifen und selber dann auch mit sich selbst und mit seinen anderen Sachen, privaten Sachen klarzukommen. Also Rosins Restaurants ist nicht nur ein Restaurantformat, wo Hilfe angeboten wird, sondern es ist auch, by the way, ein Sozialformat. Denn wer im Beruf Probleme hat und wer keine Kohle hat, der hat Probleme zu Hause, im Freundeskreis. Und das geht ja immer weiter runter. Bim, 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 bim. It's all about the money, money, money. Hallo Herr Rosin, können Sie sich noch an Ihren ersten Fall bei Rosins Restaurants erinnern? Na klar, alte Feste, schön mit Sakko und kariertem Hemd. Holla, die Hitti bin ich da hochgelaufen. Super. Und die Produktionsfirma hat mir ein Zimmer gebucht ohne Fenster. So war das Budget damals. Ja, weiß ich nur ganz genau. Ich habe die armen Leute so zusammengeschrien, dass ich selber schon geisteskrank wurde vor meiner eigenen Schreierei. Erste Folge, YouTube, alte Feste. Zieht's euch rein. Ich sag's euch. Und der Bratan bleibt der gleiche, aber nicht im Umgang mit den Menschen, sage ich euch. Da habe ich mich um 900% geändert. Aber früher wollte man aus mir auch einen zweiten Gordon Ramsay machen und so. Weißt du, und Gordon, jetzt kenne ich nur noch Gordon als Gin. Ne? Rado Zürcher fragt, was war das erste Gericht, was du gekocht hast? Kann ich mich erinnern, bei meinen Eltern in meinem Elternhaus Kerbel-Rahmsüppchen. Da habe ich mal richtig einen rausgelassen und gezeigt, hier, wo der kulinarische Hammer hängt, bei Rosinis zu Hause. Küche sah aus wie ein Schlachtfeld, sage ich euch. Meine Mutter hat geschrien, weil irgendwie müsste man einen Küchenbauer kommen lassen, um zu renovieren, weil kein Putzlappen gereicht hätte. Oh, die Suppe war ganz gut. Übrigens auch schon mit Weißwein.